Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hypnose. Mein Name ist Guido Ludwigs und ich freue mich, dich etwas begleiten zu dürfen auf deinem Weg in den tiefen Schlaf. Diese Hypnose wird deine Selbstliebe aktivieren und die Energie der Liebe in dir einziehen lassen. So kann tiefer Schmerz, Traurigkeit und Einsamkeit überwunden werden. Während der Hypnose, die gleich beginnen wird, möchte ich dich bitten, keine Maschine zu bedienen und kein Fahrzeug zu fahren. Ziel dieser Hypnose ist es, dass du immer mehr in deine Selbstliebe und in die allumfassende Liebe und Geborgenheit kommst und somit deinem Leben und deinem Sein wieder Freude und Glück abgewinnen kannst. Diese Hypnose hat wie alle Schlafhypnosen keine Rückholung. Du wirst aber dann erwachen, wenn es gut für dich ist und es in dir liegt. Eine Hypnose ist für die meisten Menschen so, dass sich eine Art von Schwere einstellt. Zuerst in den Beinen und Füßen und nach wird der ganze Körper schwer und wunderbar entspannt. Hypnose ist kein Zustand, der linear verläuft. Eine Hypnose ist meist wellenförmig. So kommt man in einer Hypnose immer tiefer und wieder flacher und wieder tiefer und wieder flacher. Nach und nach kommt man so aber immer tiefer in den Entspannungszustand und in sein befreites Selbst. Du kannst nun aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir bequem ist. Lege bitte beide Hände bewusst nieder und folge einfach meiner Stimme. Deine Gedanken, verbunden mit dem inneren Raum, sind Weisheit. Und so kommst du immer mehr in die Befreitheit und in den zauberhaften Ausgleich. Folge nun einfach meinen Worten wie einem alten Freund und richte deine Aufmerksamkeit dabei auf dein eigenes Wohlbefinden und auf deine Befreiung. Nimm die Einladung zu entspannen einfach an. Und stell dir jetzt einmal vor, wie du in einen kraftvollen und schönen hypnotischen Zustand kommst. Die inneren Gefühle und Gedanken werden nun ruhiger und friedlicher. Die Behaglichkeit vertieft sich nun immer mehr. Schließe nun deine Augen nach unten und gehe hinter deine Augen und immer tiefer in dein Sein. Genieße die Worte und die Hintergrundgeräusche, denn sie tragen nun dazu bei, dass du dich sanft fallen lassen kannst und die kraftvoll wirkende Reinigung des gesegneten Wassers in dir wirken kann. Beginne nun einfach mit der Reise und mach es dir noch bequemer in der Situation, in der du gerade bist. Geh nun deinen ganzen Körper durch
und entspanne mehr und mehr deinen Körper. Spüre deine Füße, zuerst deinen linken Fuß. Spüre, wie du die Energie deines linken Fußes fühlen kannst. Spüre auch deine linke Wade, das Knie und den linken Oberschenkel. Ja, wunderbar. Einfach das ganze linke Bein spüren. Und lass es einfach in Leichtigkeit nun los. Spüre und fühle, wie es noch mehr einsinkt und dahin weicht, wo es sich noch mehr entspannt anfühlt. So fühle nun auch deinen rechten Fuß. Fühle, wie entspannt sich dein rechter Fuß schon entspannt hat. Nun fühle auch die rechte Wade, das rechte Knie und den rechten Oberschenkel. Nun fühle das ganze rechte Bein und lasse auch dieses Bein einfach noch mehr einsinken und los. Fühle, wie es noch mehr einsinkt und dahin weicht, wo es sich noch mehr entspannt anfühlt. So kannst du nun auch deinen Unterkörper spüren. Fühle, wie er sich entspannt, locker und leicht anfühlt. Fühle auch deinen Rücken, die ganze Wirbelsäule von unten bis hinauf zum Kopf. Mit jedem deiner Atemzüge in dieser relaxten Form entspannt sich dein Rücken immer mehr. Fühle, wie dein Rücken locker wird und entspannt. All die Anspannungen weichen aus deinem Rücken und du bist wunderbar leicht und befreit. So spürst du nun, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug hebt und senkt. Spüre, wie entspannt dein Bauch ist. Du kannst ganz besonders die Region um deinen Bauchnabel herum spüren, wie sie mehr und mehr entspannt und diese Entspannung sich nun immer weiter ausbreitet. Von deinem Bauchgefühl strömt nun die Entspannung weiter in deinen ganzen Körper. Die Entspannung breitet sich mehr und mehr in dir aus. So spürst du die Brust, wie wunderbar entspannt sie ist. Der Brustkorb hebt und senkt sich. Mit jedem Atemzug, alles ist im Ausgleich. Mehr Entspannung mit jedem Atemzug. Nun entspannt sich auch dein Nacken und deine Schultern. Deine Oberarme entspannen sich
Und deine Ellbogen entspannen sich. Und deine Unterarme und deine Hände und Finger entspannen sich. Spüre deine beiden Arme, wie sie wunderbar entspannt sind. Die Entspannung kommt nun über deinen Hals hinauf zu deinem Kopf. Du spürst, wie sich deine Stirn wunderbar glättet und entspannt. Spüre nun deine Nase, deine Wangen, deine Lippen und dein Kinn. Spüre, wie sich dein ganzes Gesicht immer mehr und wunderbar entspannt. So ist nun dein ganzer Kopf entspannt. Spüre, wie die Welle der Entspannung von deinem Bauch aus in all deine Regionen kommt und sich die Welle der Entspannung immer mehr in dir ausbreitet. Du bist nun in wunderbarer körperlicher Entspannung. Wie eine Kinderpuppe, die gehalten wird und völlig relaxed ist. Und keine Tendenz oder Richtung hat, einfach nur entspannt hängt. Die wohltuende und heilende Hypnose kann sich nun immer mehr in dir ausbreiten. So kannst du nun die Bedingungen deines Lebens immer mehr loslassen und dich der Entspannung anvertrauen. Die Bedingungen lösen sich auf und verschwinden. Wie Seifenblasen fliegen sie einfach davon. Vielleicht kommen sie kurz zurück. Aber im Nu zerplatzen sie und du kannst dies immer mehr zulassen und loslassen. Du kannst dich nun immer mehr dafür entscheiden, deinen Atem zu beobachten. Nimm nun immer mehr wahr, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Vielleicht kannst du auch die begleitenden Töne wahrnehmen. Jeder Atemzug hat seinen ganz eigenen Ton, der ihn begleitet. Beobachte etwas deinen Atem. Und folge ihm über die sich ausdehnende Zeit hinweg. Folge einfach dem Atem immer mehr in die Entspannung hinein. Geh mit jedem Atemzug einfach tiefer und tiefer. Man sagt dort, wo die Atmung wohnt, dort wohnen auch die Gedanken. Und mit dem ruhigen Atem werden auch deine Gedanken nun
immer leiser und ruhiger. Geh nun einfach noch tiefer und folge dem Prozess dieser wunderbaren Befreiung. Alle Muskeln und Sehnen in deinem Körper genießen nun diesen Prozess und auch deine Gelenke entspannen sich immer mehr und werden weicher und lockerer. Wenn du möchtest, kannst du nun mehr und mehr in den Raum hinter deinen Augen gehen, um dir im Geiste immer mehr eine Treppe vorstellen. Die Treppe besteht aus wunderschönen kleinen Wolken, die weich und ganz hell sind. Die weichen Stufen der Treppe laden dich ein, nun auf ihnen hinauf in die Wolken zu kommen. Es sind 10 Stufen auf dieser Treppe in den Wolken und sie werden gehalten von den unendlichen Möglichkeiten des Raums. So darfst du nun die 10 Stufen hinaufgehen und so immer mehr in die Wunder des Seins aufsteigen. Du bist ganz im Vertrauen und wirst dich mit jeder Stufe wohler und wohler fühlen. Mit jeder Stufe gehst du mehr und mehr in deinen Ausgleich und in deine tiefe innere Ruhe. Ich zähle für dich von 10 bis 1. Und mit jeder Zahl wirst du leichter und leichter. Einfach anvertrauen. Einfach mehr aufsteigen in den Ausgleich und in die wunderbare Ruhe des Seins. Bei 1 wirst du ganz in deiner Mitte sein und wunderbar entspannt. 10. Vertrauen auf dem Weg über allem. 7. Der Wind streichelt ganz sanft dein Sein. 6. Wird immer ruhiger und angenehmer in dir. 4. Dein Atem ist immer mehr im Ausgleich. 2. Bei der nächsten Stufe bist du auf der Wolke der Weitsicht
und völlig entspannt in dir. Eins. Ganz leicht und ruhig und ganz im Vertrauen. Du steigst immer mehr auf im Wohlfühlen und im inneren Ausgleich. So verlässt du die letzte Stufe und gehst auf der Wolke der Weitsicht ganz ruhig entlang. Zarte Nebelschleier umspielen dein Sein. Alles ist so in warmer, herzlicher Energie. Du kannst mehr und mehr die Schwingung aufnehmen, die dir so gut tut, hier, in dieser Befreiung. Wunderbar harmonisch läufst du über die Wolke und kommst langsam am Rand der Wolke an. Durch die Nebelschleier kannst du immer wieder auf die Erde sehen. Und du kannst Städte, Felder und Berge erkennen. All das Treiben und Streben spielt hier auf dieser Wolke keine Rolle. Und so bist du ganz im Vertrauen. Du kannst auf der Wolke einen glitzernden Bachlauf erkennen. Es ist, als würde silbriges Wasser darin fließen. So folgst du diesem Bachlauf und wirst mehr und mehr am Rand der Wolke weitergeführt. Es ist so angenehm und befreiend für dich, hier zu sein und keine Begrenzungen und keine Ablehnungen erfahren zu müssen. Du bist hier, da du dich dazu entschlossen hast. Und so darfst du nun in die Entspannung und in die Begegnung mit dem Engel der Liebe kommen. So kommst du nun an einem wunderschönen Übergang an. Eine Brücke führt von dieser Wolke hinüber auf eine andere Wolke. Der Bachlauf versickert nun in der Wolke und du gehst auf die Brücke zu. Die Brücke ist ganz in Weiß und aus der gleichen Weichheit und Sanftheit wie die Wolke. So gehst du voller Vertrauen über die Brücke und kommst so immer mehr auf einen Torbogen zu. Der Torbogen ist mit einer Überschrift versehen. Die Überschrift kannst nur du lesen. Und so nimmst du die Worte nun in dir auf und bist ganz im Vertrauen und in der Ruhe. So kommst du immer näher und näher auf den Torbogen zu. Du spürst eine wunderbare Energie, die von diesem Torbogen ausgeht. So gehst du durch das Tor. Nun strömt deine Energie durch dich.
die all das Negative von dir nimmt. Du spürst, wie all das, was dich belastet, dir Krankheit und Selbstzweifel verschafft, wie all das dein Sein nun verlässt. Der Torbogen nimmt all die Last von dir und du wirst leichter und noch leichter. Du spürst, wie all die schweren Lasten und Erfahrungen nun einmal von dir genommen werden und du sie loslassen darfst. Das Tor nimmt es auf und verwandelt es in reine, weiße Wolken, die davonziehen. Spüre und lass es etwas zu, dass das Negative dich nun verlassen darf. Sieh den weißen Wolken zu, wie sie davonziehen. Spüre, wie du leichter und befreiter wirst. So bist du nun mehr in deiner Mitte und in deinen Möglichkeiten. Du läufst nun von der Brücke auf die andere Wolke. Die Wolke leuchtet in der Mitte. Du kannst in der Mitte das Leuchten sehen, aber es ist von Nebel und Schleiern umgeben. So läufst du voller Vertrauen näher heran und auf das Licht zu. Zuerst kannst du zwei Hände erkennen und dann die Arme. Und nach kommt der Engel der Liebe aus diesem Nebel zum Vorschein. Der Engel der Liebe hat so ein herzliches und befreiendes Lächeln. Es nimmt dein ganzes Sein sofort ein. Der Schmerz, der Zweifel und die Last weichen und du bist in einem so liebevollen und vertrauten Gefühl. Du siehst den Engel an. Und du kennst ihn schon so lange. Und du weißt um sein Sein. In dir liegt schon eine große Vertrautheit. Der Engel der Liebe kommt mit offenen Armen auf dich zu. Und du fällst in seine Arme. Es tut so gut, ihn zu spüren und seine Energie der unbedingten Liebe zu fühlen. Vertrau nun all das dem Engel an, alle Gefühle, all den Schmerz und all das, das dir Kraft gekostet hat. Du kannst nun all das loslassen, was in dir liegt.
Der Engel der Liebe ist so im Vertrauen und in seiner Energie. Er fängt es für dich auf und nimmt es von dir an. So kannst du nun loslassen. Einfach loslassen. Spüre, wie gut es tut. Der Engel streichelt dir sanft über den Kopf und er küsst deine Stirn. Es tut so gut, einmal anzukommen und aufgefangen zu werden. Es beglückt dein Sein so sehr. Lass es einfach zu. Kein Gefühl muss zurückgehalten werden. Vertraue dem Engel der Liebe. Er trägt es für dich und hilft dir. All der Schmerz darf sich nun erst einmal lösen und fließen. All die Blockaden und der Schmerz, der sich tief verankert hat, löst sich jetzt. Lass es immer mehr zu. Je mehr sich der Schmerz und die Blockaden in den Energien lösen, desto mehr kannst du seine tiefe, unbedingte Liebe spüren. Es durchfließt dein Sein und seine Liebe strömt jetzt genau in die Stellen in deinem Sein, die so wund und schmerzhaft waren. Die Energie der Liebe strömt hinein und beruhigt sie mehr und mehr. Spüre, wie die Energie der unbedingten Liebe, des Engels der Liebe in dir wirkt und all die Wunden beginnen zu heilen. Es tut deinem Sein so gut. So spürst du mehr und mehr diese ganz besondere Liebe, die vollkommen ist. Du kannst die Liebe riechen, du kannst sie fühlen, du kannst sie hören und du kannst sie schmecken.
Die Liebe des Engels kommt in deinem ganzen Sein an. Seine Energie zieht durch deinen ganzen Körper. Spüre es vom Kopf über die Schultern und Arme, hinunter über deinen Oberkörper, deinen Unterkörper, deine Beine und in deine Füße. Alles wird wunderbar warm und mit unendlicher Liebe durchflutet. Spüre es. Diese Liebe ist so verbindend und wohltuend, und du bist nun in der Aura des Engels der Liebe. Langsam löst sich der Engel der Liebe nun aus der Umarmung und steht dir gegenüber. Er liebt dich so, wie du bist, und er möchte, dass du dich auch so annehmen kannst, wie du bist. So nimmt er nun deine Hand und läuft mit dir auf eine Wand aus Wolken zu. Du vertraust dem Engel der Liebe vollkommen, und so gehst du mit ihm durch diese Wand aus Wolken. Zuerst berührt es deine Haut ganz sanft, wie feiner, warmer Regen. Und dann löst sich der warme Regen wieder von dir und streichelt ganz sanft dein Sein. Du kannst erkennen, dass ihr jetzt im Garten Eden angekommen seid. Der Garten Eden ist eine wunderschöne Landschaft, in dem alle Energien und Möglichkeiten blühen und zu erkennen sind. Du bist mit dem Engel der Liebe, und so lauft ihr durch den Garten. Du kannst wunderschöne Blüten erkennen, die so eine Pracht an Farben und Formen anbieten. Sie sind in voller Hingabe und ohne ein Wozu und Wofür. Hingabe in Liebe ohne Absicht. Dies kannst du nun wunderschön in diesen Blüten erkennen. So kannst du nun die Stimme des Engels der Liebe in dir wahrnehmen. Es ist mehr ein Fühlen als Hören, und du nimmst seine Worte ganz tief in deinem unbewussten Sein auf. So sieht der Engel der Liebe die Blüte an, und du kannst seine Worte wahrnehmen. Nimm dir die Zeit für die Liebe für dich, damit du andere lieben kannst. Diese Blüte liebt ihr Sein, und du kannst es nun erkennen. So gehst du mit dem Engel der Liebe weiter, und du kannst uralte, riesige Bäume erkennen, wie sie Schutz bieten und Unterschlupf
für so viele Tiere und Pflanzen. Und du kannst wieder die Worte des Engels in dir wahrnehmen. Sei dankbar für das, was scheinbar und unscheinbar ist. Und wertschätze auch, was selbstverständlich für dich ist. Du bist ganz erfüllt und wunderbar beglückt mit dem Engel der Liebe, durch diesen wunderschönen Garten zu gehen. Und so kannst du nun einen Strauch mit hellroten Früchten erkennen. Die Früchte werden von den Tieren geholt und verzehrt. So spricht der Engel nun wieder zu dir. Frage nicht wofür oder warum. Habe keine Annahme von dir selbst, sondern nimm an, was kommt, ohne Groll und ohne Widerstand. Wind ist Wind und Regen ist Regen, ob du ihn magst oder nicht. Sage dir, es ist Wind und es ist Regen und nicht mehr. So werden aus Widrigkeiten sanfte Federn und keine Berge, die wir nicht mehr überwinden können. Die Energie der Liebe des Engels durchströmt immer mehr dein Sein. Und die Heilung und Regeneration tut deinem Sein so gut. Heilung in Liebe darf mehr und mehr in dir sein. So spricht der Engel der Liebe zu dir. Der Fuchs ist ein Tier wie das Reh. Wenn du bevorzugst, liebst du nicht. Wenn du benachteiligst, liebst du nicht. Du bist gut, so wie du bist. Und so sind auch alle anderen Wesen gut, so wie sie sind. Ihren wahren Grund und ihre wahre Absicht müssen wir nicht teilen. Doch wir können bestimmen, ob sie uns verletzen. Daher nimm auch die anderen Wesen an, wie dich selbst. Die Worte des Engels gehen tief in dein Sein ein und sie werden dich ab jetzt mehr und mehr im Alltag positiv verändern. Du bist ganz im Vertrauen und tief in der Trance. So kommt ihr an einem riesigen Feld vorbei. Das Feld trägt so viele unterschiedliche Kräuterblumen. Viele Insekten und Schmetterlinge sind unterwegs, um den Nektar zu sammeln. So spricht der Engel der Liebe wieder zu dir.
Und die reinste Form der Liebe ist die Selbstliebe ohne eine Absicht und ohne einen Vorbehalt. Es liegt kein Egoismus in Selbstliebe. Es ist eher eine Form, die dein Sein mehr und mehr beglückt. Wie ein Lächeln sich auf viele Gesichter übertragen darf, so darf sich deine Selbstliebe auf viele Herzen übertragen. Du bist wunderbar berührt von den Bildern, Emotionen und Gefühlen. Der Engel der Liebe überträgt dir mit seinen Worten so wunderbare Gefühle und Verankerungen, die du mehr und mehr nach dieser Trance in deinem Alltag blühen und leben kannst. Nun kommst du mit dem Engel der Liebe an einem Feld mit großen und kleinen gelben Früchten an. So spricht der Engel der Liebe zu dir. Meine Liebe ist rein, denn ich hege keine Absicht und kein Ziel. Daher kann ich rein Herzens sagen, ich liebe dich, so wie du bist. Nimm es nun tief in dir an. Egal, was andere sagen, schreiben und denken. Du bist geliebt und so darfst auch du dich lieben. Nimm es an, mein Herz bittet dich so sehr. Du bist gerührt von seiner tiefen Liebe und dieser Klarheit des Engels der Liebe in allem. In dir kommt immer mehr Energie, Freude und eine Glückseligkeit auf. Nun kommt der Engel der Liebe mit dir an einem Wasserfall an. Der Wasserfall kommt aus den Wolken und fällt hier in ein wunderschönes Becken. Das Wasser ist ganz klar und ein leichter Nebel zieht über das Wasser hinweg. So kannst du die Worte des Engels verstehen. Mein Weg wird hier nun mit dir für den Moment enden. Doch du darfst in das Becken der höchsten Liebe gehen. Tauche deinen Glauben nun ganz tief ein, in die Liebe und die wunderschöne Seite des Seins. Der tiefe Glaube an die Liebe und an deine Selbstliebe wird dein Leben transformieren in Glück, Freude und Harmonie in allem. Du wirst ab jetzt mehr und mehr lieben. So darf es sein. So kommt der Engel der Liebe nur noch einmal auf dich zu und umarmt dich. Dich durchströmt so ein Glücksgefühl,
so eine Liebe und so eine Harmonie. Seine Worte kommen mit den wunderschönsten Gefühlen in dir an. Du darfst jederzeit wieder kommen. Du bist in der Liebe des Universums, auch wenn du es nicht weißt. Und dort kannst du nie herausfallen. Die unbedingte Liebe des Universums trägt dich immer, auch wenn es dunkel und schmerzhaft ist. Erinnere dich bitte an diese tiefe Liebe. Sie ist immer mit dir. Nun löst sich der Engel der Liebe aus deiner Umarmung und du bist voller Glück und gebadet in Emotionen. So gehst du mit deinen Füßen nun in das warme Wasser des Beckens und du spürst, wie die Selbstliebe und die innere Harmonie sich in dir ausbreiten. Ein wunderbares Gefühl durchzieht dein Sein. Eine tiefe Akzeptanz deiner selbst darf nun sein und ist tief in deinem Unterbewusstsein verankert. Der Engel der Liebe löst sich in weißes Licht auf. Und er strahlt in alle Richtungen. Sein sanftmütiges Wesen und die tiefe Liebe, die für ihn steht, ist nun immer mit dir. So gehst du weiter und weiter in das Becken und kommst langsam unter den Wasserfall. Das sanfte, warme Wasser fließt immer mehr über deine Schultern, über deinen Kopf und über die Arme nach unten. Es fließt über deinen Oberkörper, deinen Unterkörper, deine Beine und deine Füße und es tut deinem ganzen Sein so gut. Mehr und mehr kannst du dich annehmen, so wie du bist. Du magst vielleicht Fehler und Dinge haben, aber du kannst sie mehr und mehr annehmen. Du bist gut, so wie du bist. Du bist sicher und in Sicherheit. Du weißt ganz tief darum, dass nur du dir die Selbstliebe und die Anerkennung schenken und leben kannst, die du brauchst. Diese Energie des Wasserfalls der Liebe füllt nun die Energien in dir auf, die dir im Alltag und in all den schwierigen Situationen Kraft und Liebe schenken. Es gab vielleicht Einsamkeit, Traurigkeit, es gab Sehnsucht, Freudlosigkeit und es gab vielleicht Hoffnungslosigkeit. Das Wasser des Wasserfalls der Liebe nimmt nun all diese Gefühle mit sich und spült sie davon. Spüre, wie die Liebe nun
an all die Orte in dir kommt, die es so dringend brauchen. Du bist gut, so wie du bist. Du bist vielleicht nicht perfekt, aber das Universum und der Engel der Liebe lieben dich, so wie du bist. Du darfst dich nun annehmen, wie du bist. Du kannst es nun mehr und mehr zulassen, dich anzunehmen und dich zu lieben. Das Urteil, das du früher über dich gefällt hast, kann nun mehr und mehr verbleichen und davonschwimmen. Nichts ist perfekt. Alles ist in der Bewegung und in der Veränderung. So kommst du mehr und mehr in die Schwingung der ausgleichenden Freude und der Harmonie. Du bist gut, so wie du bist. Du bist die Freude und das Glück. Du bist vollkommen, so wie du bist. Du bist die Veränderung, die sich die Welt wünscht, lebe sie. Du bist Harmonie und Glückseligkeit. Du bist Selbstliebe. Der Wasserfall der Liebe gibt dir die Inspiration und das Gefühl, was dir innerlich so gut tut. Er bestätigt dein Sein durch die Energie der Liebe mehr und mehr. Du bist gut, so wie du bist. Und das kannst du noch mehr und noch mehr vertiefen. Erwarte nichts von dir, denn du bist jetzt und Erwartung ist Zukunft. Du bist jetzt und gut so, wie du bist. So verankerst du mehr die Gefühle und die Emotionen in dir, dass du gut bist, so wie du bist. Du weißt ganz tief in dir, dass es nur dieses eine Leben gibt und es ist kein Probelauf. Es ist dein Leben und so nimmst du dich ab jetzt an, so wie du bist. Eine Blume blüht, so wie sie ist. Sie denkt nicht, warum bin ich blau oder warum bin ich klein. Sie blüht einfach so, wie sie ist und gibt in Hingabe alles, was sie an Liebe geben kann. Dies ist Gemeinschaft und Erfüllung in Vollkommenheit. Du hast diese hohe Weisheit nun ganz tief in dir erkannt und verankert. So trittst du nun aus dem Wasserfall der Liebe heraus und bist erfüllt von so viel Mut
und Zuversicht. Die Schwingung der Liebe und der Erfüllung ist mit dir und weit über diese Trance hinaus in deinem Leben. So erkennst du nun den Regenbogen der Freude und Fantasie, wie er dich einlädt, über ihn zu wandern. Du fängst an zu schweben und bist in deinen Möglichkeiten. Mehr und mehr darfst du nun absinken in deinen tiefen Schlaf. Die Fantasie und die Träume dürfen zulassen und eintreten. So kann der Regenbogen der Freude und der Träume dich vielleicht nun führen zu dem Land des liebevollen Lichtes und der erfüllenden Blumen. Jedes Licht trägt eine Blume in seinem Sein und strahlt deren Leuchten an alle Planeten und an alle Universen hinweg. Grenzen fallen nun immer mehr und du bist dort, wo Freiheit und Endlosigkeit vorbeizieht. Bald wird nun meine Stimme verklingen und du wirst mit jedem Atemzug noch tiefer und noch tiefer absinken in deine positiven Träume und Gefühle. Du wirst nach dieser Trance wunderbar entspannt, glücklich und voller Liebe erwachen. Die Liebe ist nun ein so wertvoller und fester Bestandteil deines Lebens. Mit jedem Atemzug bist du mehr und mehr in deiner Liebe und tiefer in den Möglichkeiten des Schlafens. So kannst du nun fühlen und erkennen, wie in dem Regenbogen der Möglichkeiten Fische schwimmen. Vielleicht sind es blaue oder gelbe Fische. Sie freuen sich, dass du mit ihnen etwas unterwegs bist. So ziehst du nun noch weiter. Und noch weiter hinauf zu den Planeten und Milchstraßen hinweg. Da gibt es blaue und gelbe Planeten, die leuchten und blinken. Da fliegen kleine Kometen mit einem roten Schweif an Liebe vorbei. So kommst du durch eine Milchstraße und bist mehr und mehr in dessen Nebel und Energien. Alles hier in diesem Schlaf erfüllt dich und lässt dich mehr und mehr träumen von positiven Gedanken und wunderbaren Stimmungen. So biete ich dir nun Affirmationen an, die dein Sein wunderbar annehmen und verankern kann. Mit jeder Affirmation gehst du noch tiefer und noch tiefer in deinen Wohlfühlschlaf. Du gibst dir nun die Erlaubnis, mit den Affirmationen ganz tief
in den erholsamen Schlaf zu gehen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin erfüllt mit Liebe. Ich bin wundersame Harmonie. Ich bin Glück und glücklich. Ich bin Erfüllung. Ich bin die Freude mit jedem Atemzug mehr. Ich bin unbedingte Liebe. Ich bin im Segen des Engels der Liebe. Ich bin vollkommen so, wie ich bin. Ich bin freudvolles Sein. Ich bin mehr und mehr im Schlaf. Ich bin ganz im Ausgleich. Im ruhigen, erholsamen Schlaf. Ich bin wunderbar harmonisch. Ich schlafe nun ganz tief und erholsam. Lasse los und darf tief gehen.